Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Podcast Erfolgreich glücklich sein. Hier ist Christina, Birgit und Walter von Herz über Kopf, deinem Podcast, der dich dabei unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und wir haben heute Birgit hier, die eine Frage hat. Ja, und zwar, wie bekomme ich eine Wand weg bei Menschen, die mir wichtig sind, aber nicht reden wollen? Okay, also es geht um eine Wand. Wie wirkt sich die Wand aus, Birgit? Wie eine Wand. Also sie ist nicht gläsern, sondern wirklich wie eine Mauer, wie eine Wand, wo du nicht durchdringen kannst. Und bei wem zeigt sich das gerade, mit dem du so gerne reden möchtest, aber es funktioniert nicht, weil die Wand da ist? Oder ist es öfter so? Es ist nicht oft, aber es passiert eben jetzt gerade aktuell auch mit Menschen, die mir sehr wichtig sind und die würde ich gerne wegbekommen wollen. Okay. Und du gehst auch, bist du da offen in der Kommunikation und sagst auch, ich spüre da gerade eine Wand und ich habe das Gefühl, dass da was zwischen uns steht. Ja. Sprichst du das so offen und ehrlich an? Absolut. Und ich habe auch eine Beratung oder eine Mediation angeboten, aber die erfolgt einfach nicht, weil die Gegenseite es nicht zulassen kann. Das finde ich sehr schade, weil ich finde die Kommunikation, vor allen Dingen, wenn sie offen und ehrlich ist, egal wie es ausgeht, aber mir ist wichtig, eine offene und ehrliche Kommunikation zu haben, zu wissen, worum es geht. Und ja, mir wäre einfach nur wichtig zu wissen, worum es geht. Und warum diese Wand gesagt. Überhaupt da ist. Okay. Mhm. Kennst du das Gefühl, dass da eine Wand ist? Also hast du das schon mal erlebt, bei anderen auch? Nein, ich habe sie als Kind erlebt, als ich sehr krank war und 6 oder 7 Wochen Quarantäne liegen musste und mit 7, 8 Jahren und meine Mutter immer nur durch eine Glasscheibe sehen durfte und mit Telefon und nur ein Teddybär bei mir hatte und 2 Bücher und ansonsten 7 Wochen lang auf einen Friedhof schauen durfte. Und es war leider so blöd gelagert im Krankenhaus, weil zu der Zeit viele Infektionskrankheiten dort lagen und ja, einfach nur ein hochgekachelter Raum als Badezimmer frei war und genau da war ich mit meinem Kinderbett. Und mein Vater war damals auch sehr krank und mein Bruder ebenso und deswegen konnte immer nur meine Mutter kommen und ja, das 7 Wochen als Kind auszuhalten war nicht easy. Nee, ganz klar. Und du weißt sogar schon, dass es auch daher kommt. Ne? Du hast es schon realisiert, dass das der Grund ist, warum du das auch heute immer noch kreierst. Ja. Ja. Ja, damals hat es auch sehr weh getan und heute natürlich auch, weil es ist so schwierig, so eine Wand zu durchdringen, die mir aber wichtig ist, zu wissen, worum es geht. Aber jetzt ist ja spannend, im Moment sprichst du ja von einer Wand, die nicht wirklich direkt etwas mit dir zu tun hatte, sondern die dir passiert ist. Also das war ja was du als Kind nicht ja selbst gewählt hast, sondern es ist so gewesen. Was glaubst du, haben die heutigen Wände mit dieser Wand von damals zu tun? Was glaubst du, hast du selbst damit zu tun? Weil das Einzige, was wir ja überprüfen, anschauen können, ist ja das, was du kreierst, nicht das, was dein Umfeld kreiert. Was hast du mit dieser Wand zu tun? Was glaubst du, was könnte da drin liegen in dieser Wand? Ich habe mir natürlich auch viele Gedanken darüber gemacht und ich glaube, mir ist immer sehr wichtig, alles zu klären, zu lösen und klar und offen anzusprechen, eine offene Kommunikation zu haben. Es gibt aber einfach Menschen, die brauchen vielleicht mehr Zeit und könnten einfach am Anfang nicht reden und vielleicht da zu sehen oder dem anderen erstmal die Zeit zu geben, wo es mir in dem Moment ganz wichtig ist, das zu klären. Also ich kann es mir nur so vorstellen. Weißt du, Walter meint, glaube ich eher, dass du bist da sehr in den Gedanken auch bei den anderen. Also du schaust, was könnte jetzt der andere brauchen, damit er gesprächsbereit ist. Und die Frage ist, was ist mit dir? Also im Grunde, ich bräuchte die Kommunikation, ja. Ja, warte mal einen Moment. Ich möchte auf was anderes hinaus. Die Frage ist, wie ist deine Ausstrahlung im Moment? Also wie wirkst du auf den anderen? Das heißt also nicht beim anderen zu schauen, sondern bei dir selber zu gucken. Wie wirkst du, wenn du möchtest, dass der andere kommunikationsbereit ist? Also in dem Moment von der Wand, wo ich jetzt gerade spreche, bin ich vorher sehr verletzt worden. Und ich denke, ich habe da ganz anders reagiert, wie ich normalerweise reagieren würde. Und ja, habe versucht, es zu klären, aber ich hatte keine Möglichkeit dazu. Die Frage ist, wie wirkst du? Ich frage das gerne nochmal. Ja. Also wie wirkst du auf jemanden, der nicht sprechen möchte, wenn du vielleicht mit einer Energie da bist von, ich will das jetzt klären? Mhm. Wie kommt es beim anderen an? Wie wirkst du auf denjenigen? Ich denke, für denjenigen in dem Moment, schwierig zu sagen, wenn man das Gegenüber nicht hat.
Ich kann nur sagen, es ist vielleicht härter, als es ankommen darf. Und ja, es ist die Wand. Also es ist ganz schwierig für mich zu kommunizieren, wie sich das für den anderen anfühlt. Ich kann sagen, wie es sich für mich anfühlt. Darum, es geht mir nicht darum. Es geht mir darum, vielleicht kannst du dir vorstellen, dass du eine Ausstrahlung hast. Mhm. Ja, also was glaubst du denn, wenn du dich mal in dich reinfühlst, was deine Ausstrahlung im Moment mit sich bringt? Möglicherweise ist sie druckvoll, möglicherweise ist sie fordernd. Und wie wirkt es, wenn ich druckvoll bin und fordernd bin? Es bringt nichts, wenn du die ganze Zeit mit einem Finger auf den anderen zeigst und sagst, er ist nicht gesprächsbereit. Es bringt nichts, wenn du die Schuld beim anderen suchst. Wenn du das quasi wie so ein Stück weit anklagst, dass der andere nicht gesprächsbereit ist, das macht ihn nicht gesprächsbereiter. Genau. Sondern was wirklich hilft, ist bei dir selber zu gucken, was könnte es mit dir zu tun haben? Das ist das, was Walter meinte. Was könnte es mit dir zu tun haben? Auch mit der Art, wie du da bist in diesem Moment, dass der andere so reagiert. Also erstmal sehr verletzt. Und wer ist sehr verletzt? Ich bin sehr verletzt. Und das habe ich auch kommuniziert in dem Moment. Und es wurde aber überhaupt nicht beachtet, sondern es wurde nur nach der eigenen Verletzung geschaut. Und ich habe es sehr liebevoll kommuniziert. Also wo alle anderen sagten, wie du das gemacht hast, ich hätte es so gar nicht gekonnt. Und trotzdem war es mir wichtig, ich habe es auch im Brief formuliert, habe sehr wohl bedacht, was ich schreibe. Und alle waren mega berührt. Nur genau die Personen, die es bekommen haben, die haben es als Angriff empfunden. Und es war, oder es ist wirklich liebevoll formuliert. Und da verstehe ich nicht auch, wo ich selbst versucht habe, wie kriege ich eine Klärung da rein? Also es geht hier um eine Paarberatung oder auch eine Mediation. Und ich fand es sehr schade, dass sie nicht angenommen worden ist. Weißt du, ich glaube, manchmal ist es auch dann gut, wenn wir das loslassen, was wir so sehr wollen. Dieses es wollen, unbedingt wollen, führt dazu, dass der andere es noch weniger möchte. Und ich glaube, in dem Moment, wo du es so komplett loslässt, wo du es nicht mehr willst, da kommt plötzlich Bewegung rein, unter Umständen. Da möchte dann der andere tatsächlich auf dich zugehen, weil sich deine Energie verändert hat. Mhm. Diese Energie von ich will unbedingt etwas von dem anderen, ist eher so, dass der andere dann sagt, boah, nee, und jetzt erst recht nicht. Das ist wirklich so, als würde man so imaginär am anderen ziehen, weißt du? Wir haben immer so als Beispiel, wir saß ja schon öfters hier zwischen ihr und jemand, und ich mache das dann immer so, wenn ich dich jetzt ziehe, ich sage, ich möchte jetzt gerne von dir, dass wir reden. Birgit, ich möchte reden, verstehst du? Ich möchte es klären. Jetzt, wenn du ehrlich bist, was kommt jetzt in dir hoch? Wenn du, Widerstand. Ja, Widerstand. Ich sage, ja, ich will, aber es ist total liebevoll formuliert, Birgit, wirklich. Und ich möchte es einfach nur klären. Verstehst du mich, Birgit? Ich bin ganz liebevoll. Merkst du? Und genau das ist das, was da passiert. In dem Moment kommt, egal wie liebevoll es gemeint ist, kommt Widerstand. Und ich glaube, in dieser, gerade bei Partnerschaft, es ist eine große Kunst, gewisse Dinge, Kunst ist gut, aber gewisse Dinge einfach mal stehen zu lassen und es für dich, erstmal für dich zu klären. Und ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial für alle, die in Partnerschaft Verletzungen erlitten haben, was ja nochmal genauer anzuschauen gilt. Was ist das überhaupt, eine Verletzung? Eine Verletzung ist für mich eine Wunde, die schon da war, in die der andere nur den Finger hineinlegt. Das heißt also eine Wunde, die vielleicht schon viel älter ist. Du hast ja gleich von deinem Kind gesprochen, von dir als Kind. Und das ist der erste Schritt und vielleicht auch der wichtigste Schritt, zu schauen, okay, was tut da so weh, wenn der andere das tut, was er tut. Und darin liegt halt letztendlich, du nimmst sozusagen die Projektion wieder zurück, weil er hat doch den Finger da reingelegt. Aber eigentlich geht es um die Wunde. Weil die Wunde ist höchstwahrscheinlich schon länger da, nämlich das nicht gesehen werden, das nicht geliebt werden, das nicht beachtet werden, das nicht wertgeschätzt werden, was auch immer dahinter liegt, ist es immer eine Wunde, in die der andere nur den Finger legt. Ist mir heute auch klar. Heute würde ich vielleicht auch anders reagieren. Und mir ist trotzdem wichtig, damit ich den Schritt vorwärts gehen kann und meine Zukunft einfach klar und schön sein darf, dass das Thema für mich einfach geklärt sein kann. Und weißt du, in dem Moment, wo du sagst, mir ist es wichtig, das hört sich das auch für mich so an, als würdest du es brauchen,
dass der andere das jetzt bereit ist zu klären. In dem Moment, wo du es von jemand anderem brauchst, machst du dich total abhängig. Mhm. Weil wir können nicht in das Königreich eines anderen eingreifen. Wir haben nur die Möglichkeit, in unserem eigenen Königreich zu schauen, dass alles gereinigt ist, dass alles gut ist, dass die Blumen vorm Haus stehen und wir es uns schön machen. Aber das Königreich eines anderen ist nicht mehr unser Einfluss. Das ist nicht das, was wir bestimmen können. Ich glaube, auch da ist es nur ein Gedanke. Vielleicht kannst du es für dich wirklich schön gestalten und dein Leben glücklich fortführen, ohne dass es geklärt ist. Das ist mir heute auch alles sehr bewusst. Und mir ist es aber auch wichtig für die Kinder, dass die auch ihren Schritt nach vorne gehen können, weil die leiden natürlich genauso darunter. Und möglicherweise brauchen auch die nicht, dass ihr das miteinander klärt. Weißt du, das sind alles Gedanken, die du vielleicht nochmal überprüfen darfst, weil in dem Moment kommt mir es so vor, als würdest du jetzt die Kinder so ein Stück weit vorschieben. Ja, aber die Kinder brauchen das. Stimmt das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, weil genau auch deine Kinder brauchen es unter Umständen überhaupt nicht, dass das geklärt wird. Wenn es sich gerade nicht klären lässt, ist es das Allerbeste, es loszulassen. Ich habe natürlich auch mit denen darüber gesprochen und für den Jüngeren ist es auch völlig okay. Für den Älteren ist es nicht okay und er hätte ein Gespräch gebraucht, dass er einfach für sich auch wieder sattelfest wird, weil er das nie gedacht hätte, dass seinen Eltern sowas passiert. Dennoch, Birgit, auch wenn du dich da sehr festhältst, und das ist ja auch genau, was den Konflikt weiter in deine Zukunft mitnimmt, ist, dass du es nicht loslässt. Dass du sagst, ja, aber, und ich will diese Klärung. Und dann wird es irgendwann so. Ja? Und je mehr du das tust, umso weiter nimmst du diesen Konflikt mit. Du kannst es einfach mal wirken lassen. Es ist ein Fakt für uns, zumindest in unserer Erfahrung. Wir haben so oft diese Partnerschaftsthemen sozusagen zwischen uns auf dem Sofa, wo auch immer, weil einer sagt, der andere sollte dies tun. Und ich glaube, das Wichtige ist, ich brauche das Gespräch, ich möchte die liebevolle Klärung. Das ist aber eine sehr, sehr, also unterschwellig, das bei mir jetzt ankommt, eine sehr, sehr vehemente und hartnäckige Klärung, die du willst. Es ist etwas, ich sagte, gib dir nur ein Feedback. Du brauchst auch nicht vollkommen kommentieren. Einfach mal zuhören. Das ist wirklich, was ich spüre, es ist ein Lächeln dabei, aber dabei ist Energie. Also für mich war es am Anfang des Gesprächs. Mittlerweile würde ich gerne für mich diese Wand weghaben wollen. Weil ich weiß, ich kriege die Gegenseite nicht zum Gespräch. Das ist mir auch wirklich bewusst. Nur diese Wand, die sich bei mir jetzt so befindet, die würde ich gerne für mich weghaben wollen. Also dann Wand, für mich persönlich. Die Wand gegenüber deinem Ex-Partner, oder? Genau. Ja. Und die wird sich so erstmal nicht auflösen. Das ist eine Erfahrung aus meiner eigenen Geschichte, aus vielen Paaren, wenn ich eine Wand, die einfach da ist, aus Vorwürfen, aus allem Möglichen, von beiden Seiten, und die sind nicht nur von deiner Seite, sondern sind auch von seiner Seite. Je mehr du loslässt und erlaubst, dem anderen so zu sein, nämlich nicht gesprächsbereit, nicht bereit, da nochmal hinzuschauen, nicht bereit, mit dir darüber zu kommunizieren, je mehr du diesen vielleicht auch in ihm und in dir dieses innere Kind siehst, das so viel will, aber dein Bewusstsein, dein Herz öffnest und sagst, ja, okay, es war, wie es war und es ist, wie es ist. In diesem Moment kann was passieren. Weil in dem Moment, wo du sagst, ich will das aber, hältst du die Tür zu, die nach innen aufgeht. Und da, in diesem Moment, in dem du loslässt, sagst, okay, ich ihn sozusagen loslässt, diese Gummibänder, die ziehen an ihm, loslässt und auch die Wand stehen lässt und dich um deine eigenen inneren Wände kümmerst, die sich ja auch in anderen Bereichen zeigen. Und du ja auch heute, wir hatten ja heute kurz das Gespräch, gespürt hast, dass aufgrund dieser Verletzung damals du auch eine Strategie vielleicht gewählt hast, um in der Welt zu bestehen. Und das machen wir alle. Und ich glaube, diese Berührbarkeit dir selbst gegenüber, das hat mich heute wirklich, hat mich berührt und ich habe gemerkt, da ist für dich ein Weg. Weil in dem Moment, wo du dich auch verletzlich zeigst und zeigst für dich selbst und den Kontakt zu dir wiederherstellst, der vielleicht auch
die eine oder andere Mauer hat, weil du sagst, okay, das möchte ich nie wieder erleben, diesen Schmerz möchte ich nicht mehr erleben. Und das geht ganz, ganz vielen Menschen so. Da geht ein Weg. Also mein Rat ist, die Wand stehen lassen zwischen dir und deinem Partner, weil sie im Moment noch da ist. Und du wirst sie nicht durch ein klärendes Gespräch lösen. Selbst wenn er sich darauf einlässt, das wird nicht so funktionieren. Sondern es ist ein Prozess. Und Vergebung hat eine ganz spannende Seite, weil Vergebung bedeutet auch zu sagen, ich habe mich getäuscht. Ich hab gedacht, du bist allein schuld daran, dass wir uns, oder was auch immer. Vergebung bedeutet, ich habe mich getäuscht, ich war mit beteiligt. Ich habe mit dazu beigetragen. Auch wenn das Äußere, die äußeren Umstände alles sagen, ja, dir vielleicht recht geben, ja, aber er ist doch das Schwein oder er hat das falsch gemacht. Letztendlich, eine Partnerschaft kreiert etwas. Und genau dort zu spüren, okay, ich lasse es einen Moment stehen, Vergebung walten lassen, indem ich sage, okay, ich öffne mich mal für meinen Teil. Und ich kann aufhören zu kämpfen, indem ich meine Verantwortung, den Teil, der zu mir gehört, zu mir nehme, daraus lerne und dann weitergehe und Mauer hin, Mauer her, meinen Teil der Mauer einfach loslasse. Und dann fängt an, die Mauer dünner zu werden, weil du plötzlich nicht mehr ziehst. Und irgendwann wird sich vielleicht etwas Neues bewegen, vielleicht auch nicht. Aber du brauchst nicht ihn, um glücklich zu sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, der dir immer wieder bewusst sein muss. Und du brauchst auch nicht, du brauchst ihn auch nicht, um zu vergeben. Du kannst beispielsweise wunderbar für dich alleine das Ho'oponopono-Vergebungsritual anwenden, was ihn anbetrifft. Habe ich natürlich alles schon gemacht. Ja, immer wieder, jetzt auch in dieser Zeit, dass du das immer wieder schön machst. Du kannst abends einfach ihn vor dein geistiges Auge holen und wirklich mal schauen, dass du alles aussprichst, möglichst liebevoll. Und dass du dich dann tatsächlich auch nochmal kurz in ihn hineinfühlst. Wirklich von der Energie her mal kurz in seine Schuhe dich stellst und dir das vorstellst, wie es für ihn ist. Denn das hilft sehr, finde ich, wenn wir uns einfach in die Schuhe des anderen stellen, wenn wir da wirklich mal reinfühlen, wie geht es ihm, wie geht es ihm auch mit all dem, was da gerade ist, dann haben wir mehr Verständnis. Und was ich auch immer sehr, sehr hilfreich finde, ist, mir das verletzte Kind in einem Menschen vorzustellen. Egal wie ätzend er ist, finde ich, hilft es immer, wenn ich mir vorher kurz klar mache, okay, das ist auch nur ein verletztes Kind. Und dann kann ich auch offener sein, mein Herz wieder öffnen, besonders für Menschen, bei denen ich sonst vielleicht in Resonanz gehen würde, die auf mich hart wirken oder bei denen ich merke, dass ich in Widerstand gehe. Da hilft mir das sehr. Und vielleicht hilft dir das ja auch, dass du dir so deinen Partner vorstellst. So habe ich mir auch vorgestellt, deswegen habe ich auch nicht gekämpft, sondern diese Wand, die ich wahrnehme, die war für mich schrecklich. Also ich sehe dieses verletzte Kind, ich sehe das. Und das war ja auch der Grund, warum ich einen sehr liebevollen Brief schreiben konnte. Sonst hätte ich vielleicht einen ganz anderen geschrieben. Nur wichtig war und ist mir immer noch, diese Wand, die darf gehen. Auch für mich selber. Ja. Und ja, ich hoffe, dass sie irgendwann geht. Ja, du bist diejenige, die sie entweder stehen lassen und sich einfach abwenden kann. Dann lässt du sie zurück. Dann ist da keine Wand mehr. Aber wichtig ist, dass du nicht den Blick permanent auf diese Wand hast. Und das ist im Moment noch so. Wenn dein Fokus auf dieser Wand ist, wird sie immer bleiben, weil du sie täglich nährst mit der Energie, die du ihr gibst. Wenn du diese Wand stehen lässt, als ob es ein Stück weit zu deiner Vergangenheit gehört und du drehst dich um und gehst einfach weiter, ist die Wand nicht mehr da. Du hast es in der Hand. Du hast die Macht. Das fand ich jetzt ein guter Aspekt. Vielen Dank. Mich rumzudrehen, die Wand stehen zu lassen. Danke. Gerne. Ja, also wir wünschen dir da alles Gute auch. Ne? Ja, und vor allem wirklich dieses Wandphänomen, und das meine ich nochmal ganz wichtig für deine persönliche Entwicklung, auch wirklich mal nach Feedback zu fragen. Du hast hier eine sehr liebevolle Community, die um dich herum ist, die auch ehrlich antworten würden. Oder vielleicht der eine oder andere ehrlich sich traut anzuantworten. Wo nimmst du bei mir eine Wand wahr? Und ohne dich zu rechtfertigen, ohne etwas dazu zu sagen, dass es so und so ist. Weil das ist immer der erste Impuls, der natürlich bei jedem von uns anspringt. Wenn wir nach Feedback fragen, müssen wir uns genau überlegen, will ich das überhaupt hören. Aber mal zu schauen, okay, nimmst du bei mir eine Wand wahr und wie nimmst du mich wahr? Und das würden wir auch jedem empfehlen in so einer liebevollen Gemeinschaft, wo ich sage, okay, hier kann ich mal fragen, weil ich möchte darüber wegkommen. Und wenn du die Wände öfters in deinem Leben hast, wenn du manchmal, du hast heute auch gesagt, das Verstanden werden, das richtig verstanden werden, all das hängt oftmals mit wie so einer Art
ach, da kommt man nicht richtig durch, da hatten wir es heute von. Frag mal nach Feedback und danach sagst du nur, danke. Und sonst nichts. Und nimmst es mal mit. Und dann fragst du nochmal jemand. Und dann können wir wachsen, auch wenn es manchmal dann vielleicht unangenehm ist, weil es wird etwas sein, was du noch nicht bewusst hast, sonst hättest du es nicht mehr. Und so ist es mit unseren blinden Flecken. Aber deswegen sind wir hier und deswegen wachsen wir alle zusammen, weil wir uns gegenseitig unterstützen, eben diese Wände, diese Blockaden aus dem Leben heraus zu lösen, Schritt für Schritt. Hm? Danke. Gerne. Also. Und dann, wenn die Wand weg ist, auf geht's. Strahlt dein Licht und dein Licht macht die Welt ein Stückchen heller. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay.